Servusle, meine Lieben, und recht herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Ikarus. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Wer dabei war, wir haben über die Beta-Phase jedes zweite Wochenende reingeschaut ins Spiel. Wir haben praktisch jedes Wochenende gestreamt, wenn es da war, bis auf eins und haben festgestellt, lasst uns mal eine Staffel dazu machen, wenn das Spiel released wurde. Jetzt habe ich mir die Zeit dafür genommen und freue mich tierisch auf eine Runde mit euch. Es handelt sich ja hier um ein rundenbasiertes Survival-Game. Sprich, um es grob zu sagen, du holst einen Auftrag, erledigst den, fliegst wieder in den Orbit zurück und in dem Moment verlierst du auch das, was du aufgebaut hast. Ich will mal schauen, wie wir das hinbekommen. Es gibt auch Outposts, wo du im Sandbox-Modus eine beständige Base aufbaust, allerdings ohne Gefahren. Ich nehme an, dass da auch keine Wetterverhältnisse sind, keine Wildtiere. Ich dachte mir, wir machen jetzt erstmal den Beginnerauftrag. Danach suchen wir uns einen, den wir regulär erledigen, also ein bisschen Base aufbauen, Werkzeuge herstellen, Auftrag erledigen. Und dann suche ich einen ziemlich großen, am besten einen mit verschiedenen Biomen, in dem wir uns dann Zeit lassen, eine schöne Base aufbauen, in die Tierbäume einsteigen. Wir haben zum Beispiel das Mammut noch nicht gesehen, den Riesenwurm noch nicht gesehen, Tier 3 Stufe war ich noch nicht wirklich. Das alles würde ich gerne in der Staffel so ein bisschen versuchen umzusetzen. Lass uns mal schauen, wie es läuft. Ich würde sagen, ich habe genug gelabert, wir gehen direkt spielen. Machen wir erstmal ein Männchen. Der Nameless ist ja unterwegs momentan in 7 Days to Die. Bleibt uns noch der Alderle. Dann würde ich nämlich jetzt gerade sagen, dass wir uns hier den Alderle erstellen. Hä? Das ist nicht die Stimme vom Alderle. Schon besser, schon besser. Und wir hatten ja, schon besser, wir hatten ja einen speziellen Kopf immer genommen über die Streams. Der mit der großen Nase. Den hier. Der mit der Nase. Löcher, den nehme ich wieder. Und dann hätte ich gerne hier die Verbrennung als kleines Zeichen dafür, dass er im Stream sich öfters mal verbrannt hat. Bärtle kriegt er auch, Tätowierung brauche ich keine, helle Augen hätte ich gern irgendwie. Und das war es auch schon für mich. Ist jetzt nicht die Riesencharakterverwaltung, gell? Ein bisschen Auswahl hat man aber jetzt auch nicht unendlich. Aber ist okay. Er heißt Alderle, ich erstelle den Charakter, bestätigen. So, sind wir mal gespannt. Ich glaube, der erste Auftrag ist basic. Da werden wir höchstens zwei Runden brauchen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich war, wie gesagt, in dem Baum noch nicht unterwegs. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Spiel zu bieten hat. Wie zum Beispiel hier Ausrüstung. Da haben wir jetzt natürlich noch nichts. Dann haben wir hier in der Werkstatt. Den habe ich schon freigeschalten, als ich im Vorfeld mal reingeschaut habe. Ich gucke ja immer, wie es mit den Grafikeinstellungen ist und so. Missing Require Currency. Okay, den müsstest du jetzt bezahlen. Den konnte ich umsonst auswählen. Habe ich natürlich gemacht. Und all das hier kenne ich nicht, ne? Ich kann euch noch nicht mal sagen, was es da Geiles gibt, was dann wirklich erstrebenswert ist. Das da hinten sieht nach einer fetten Rezepte-Dings aus. Carbonrüstung kannst du hier praktisch dann kaufen. Was haben wir denn hier? Da gibt es dann verschiedene coole Bögen. Also immer, wenn du einen Auftrag erledigt hast und deine Belohnung einkassiert, hast du hier die Möglichkeit, natürlich die dann auszugeben. Ne? Ansonsten beginnt es bei uns Outposts. Nein, aber da lese ich mal ganz kurz. Spiele in einer Sandbox ohne Timer. Spiele und baue, ohne dich um etwas zu kümmern. Ist eine Sandbox, also ein Outpost, ein kleines Stückchen Land, wo du dich halt einfach verwirklichen kannst. Ich möchte allerdings schon die ganzen Mechaniken des Spiels drin haben. Deswegen gehen wir jetzt ein neues Schürfgebiet eröffnen. So sieht es dann aus aktuell, okay. Missionsauswahl, aktuelle UDA, sanktionierte Schürfgebiete und Verträge. Also das sehe ich auch schon, da gibt es auch einiges hier, was man da machen kann. Das geht ziemlich weit nach hinten. Du kannst aber im Vorfeld noch nicht linsen, was es gibt. Es beginnt also eigentlich alles damit, diesen Auftrag zu meistern. Okay. UDA says we gotta drop you in a safe, well-mapped zone your first time down. Aber es ist Tutorial, würde ich sagen, ne? 6 Stunden 23. There's a ways to go before you head out hunting for exotics. Right now, it's about learning to survive on the surface. Okay. So head down, take a look around, then we'll talk. Alles klar. Also, es sind im Prinzip die Basics. Jetzt machen wir sie mal mit, würde ich sagen. Ich kann sein, dass ich hier kurz einen Schnitt mache wegen den Ladezeiten. Die sind ja immer ein bisschen länger. Geht schon los. Sehr cool. Also, Basics, ne? Im Prinzip. Aber die machen wir jetzt mit, auch wenn ich sie im Stream schon gesehen habe. Liegen ja ein paar Wochen dazwischen, dass ich einfach ins Spiel wieder gemütlich reinkomme. Ein, zwei Folgen. Dann gehen wir den Auftrag ab und dann gucken wir uns den nächsten an, was wir machen können. Was haben wir hier? Jagen, sammeln, herstellen ist ein Milestone. Erfahrungsstufenaufstieg, der zweite Milestone. Haus bauen und Schlafsack, der dritte Milestone. Ja, die Grafik ist halt einfach schon richtig top gewesen von dem Spiel. Welcome to Icarus, friend. Ah, Übersetzung steht dran. Ja, das stimmt.
The air is poison. Wildlife's out to kill you. And the weather's like nothing you've ever seen. That's clever. You'll need to make yourself some shelter soon enough. But you know what you're doing, right? Ja, wir wissen, was wir machen. Verschwind. And drop with nothing. Cause you could. Well, UDA wants you to show you understand the basics. Ich lasse mal fertig labern. So get acquainted, then head back up when you're ready. Okay. Stay safe. Jo, Diggerle, alles gut. Also im Prinzip ist klar, jetzt geht es erstmal darum, uns zu beweisen, dass die wissen, wir kennen uns hier aus, wir wissen, wie man in so einem Spiel ankommt und dann gibt es auch geilere Aufträge. Ne? Das habe ich jetzt schon richtig verstanden, glaube ich. Das heißt, wir machen auch tatsächlich erstmal die Basics. Ich sammle ein und ganz wichtig, meine Basics beinhalten immer auch erstmal einen tiefen Luftzug. Eigentlich besser nicht hier, also im Prinzip einfach mal gucken, weil Luftzug würde ich hier keinen nehmen, glaube ich. So, zeig mal das Männle. Jawohl, ja. Jawohl, ja. So mag ich das. Hier ist er. Guck mal, sogar den Spiegeleffekt im Helm sieht man richtig, ne? Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Freue mich drauf. Also, pass auf. Was habe ich jetzt schon eingesammelt? Ein paar Steine, ein paar Sticks. Können wir denn schon was bauen oder muss ich alles von Null freischalten? Ist auch eine interessante Geschichte. Ich glaube nämlich, dass du deine Freischaltungen und so behältst, wenn du in Orbit zurückgehst. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal wieder von Null skillen. Und das war im Stream so ein ganz kleines bisschen, in Anführungszeichen, nervig. Weil die haben oft auch ein paar Sachen zurückgesetzt. Dann musstest du wirklich von vorne anfangen und so. Also, da freue ich mich drauf. Dann machen wir jetzt einfach, was er sagt, jagen, sammeln und herstellen, oder? Ich glaube, mich zu erinnern, dass wenn ich Bäume fälle, kriege ich erstmal ziemlich gut Material. Und für diesen ersten Mini-Auftrag hier, wir haben insgesamt Real-Life-Time 6 Stunden 23 Minuten noch Zeit. Der Punkt ist allerdings, wenn ich jetzt auslogge, dann läuft die Zeit, glaube ich, weiter. Also wir müssen die am Stück jetzt erstmal mitnehmen hier. So, Baumstümpfe kann man wegmachen. Vielleicht hat hier jemand schon einen Erfahrungswert, ob die Bäume nachwachsen, weil das habe ich im Stream zeitlich nie erleben können, ob ich die Bäume, ob die nachwachsen, wenn ich den Stumpf stehen lasse zum Beispiel oder sowas. Ne? Ansonsten würde ich sagen, den Stumpf lasse ich erstmal stehen immer, weil der nämlich tatsächlich einen Haufen Zeit kostet, bis du den abgebaut hast. So, erstmal die Grundversorgung würde ich sagen und da ich den Baum jetzt schon angedötzt habe, mache ich ihn auch weg. Wird jetzt nicht gleich schon so früh im Spiel ein Bär kommen, oder? Wobei es ein bisschen typisch für Icarus wäre. Da gab es ja doch schon die ein oder andere Situation im Stream, wo du gedacht hast, Oleg, ist das schwer. Was halt wirklich so ist, und das, wer dabei war, ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Wart ihr am Stream dabei? Habt ihr die Streams mitverfolgt? Freut ihr euch, dass wir so eine Staffel machen? Lasst da einfach mal einen kleinen Satz da. Und wenn es nur ein Servusle ist, ihr wisst, das freut mich immer tierisch zu Beginn. Was schwätzt man denn du jetzt ins Wort, wenn ich mit meiner Community schwätze, Digga? Ja, ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Ihr wisst ja, das trägt mich... Alter! Kurz im Moment. Ist er fertig? Ihr wisst ja, das trägt mich immer ein bisschen, wenn ich weiß, dass ihr da hinter mir steht, weißt du? Oder vor mir oder wo auch immer. So, wir haben einen Stufenaufstieg bekommen. Dann würde ich sagen, den ersten Punkt, Milestone in der Mitte, haben wir erreicht. Jagen, sammeln, herstellen. Um jagen zu können, braucht man natürlich auf jeden Fall was zum Jagen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal den Weg des Bogens und des Pfeils. Ich mag das unheimlich. Und ich würde mir, weil ich nicht 100% sicher bin, ob in die Nacht reinkommen, die Fackel einfach mal freischalten. Weil nachts ohne Licht im Spiel ist übel hier. So, baue ich uns einen Bogen, baue ich uns eine Fackel, baue ich uns Pfeile. 8 Stück finde ich ein bisschen wenig. Lass mal ein bisschen Stein schon mal hämmern. So, kann auch sein, dass wir nur eine Folge brauchen. Ich will es aber jetzt, wie gesagt, es ist ja zwischen Weihnachten und Neujahr. Ich renne mir hier nicht die Hacken ab, ich will es ja auch genießen. Ne? Und ich werde es auch nicht so timen, dass wir jetzt immer einen Missionsauftrag annehmen. Hallala, hat er kurz geguckt. Ne, also ich werde es nicht so timen, dass wir zu Beginn einer Folge mal einen Auftrag dann annehmen, wenn es mittendrin ist, ist es mittendrin. Das ist wurscht, ich spiele einfach die Sachen jetzt, wie sie kommen. Wenn wir dann später größere Base bauen, im dritten Auftrag habe ich das vor,
dann werde ich natürlich offscreen so ein ganz kleines bisschen ab und zu auch Holz besorgen und Stein, so wie jetzt hier zum Beispiel so Szenen. Wenn wir wissen, wir brauchen 1000 Steine, dann mache ich die so mit einer Blende wieder, ne? So wie wir es gewohnt sind. Dass wir schön Progress haben, aber gemütlich bleiben. So, Digga, lass uns aber auch ganz kurz in deine Talentpunkte. Da gibt es natürlich unheimlich vielen Überlebensbaum. Dann hier im Bereich Bauen, im Bereich Kampf. Ich würde jetzt im Solo-Bereich erstmal anfangen mit einem Punkt auf Gesundheit, einen auf Grundausdauer und einen auf Bewegungsgeschwindigkeit. Ne, erster vergebener Punkt bringt hier 5%, der zweite 10, hier 20, 50 und hier 50, 100. Fangen wir vorne einfach an, würde ich sagen. So, und jetzt gilt es, Pfeile zu bauen. Dann können wir schon mal schauen, ob wir den Jagd-Milestone erledigen. Mich wundert nur gerade, wie viel will der, dass ich sammle und herstelle, bevor das abgestrichen wird. Das werden wir wahrscheinlich aber live erleben. In dem Moment gönne ich uns nochmal Pfeile. Die müssten reichen. Und jetzt besorgen wir uns schon mal Oxid. Hieß das Oxid in dem Spiel? Vorne ist übrigens schon ein Wolf. Guck mal, wenn wir eh einen Schlafsack bauen müssen. Boah, Alter, nicht wirklich, oder? Das ist natürlich blöd, wenn in der ersten Viertelstunde so ein Schuss kommt. Dann sind die Erwartungshaltungen hoch. Leute, das war ein Zufall, ein Riesenzufall. Das passiert bei mir nicht so oft. Siehst du, den Fisch habe ich schon nicht erwischt. Alter! Ja, genau, so müsst ihr euch eigentlich die Staffel vorstellen. Wie den Fisch gerade. Super Geschichte. Aber das habe ich mir noch gemerkt aus den Streams. Wenn du hinkniest, also praktisch in Verstohlenheitsmodus gehst und dann geht erstens mal die Kamera mit dem Pfeil mit und du machst halt, glaube 2,5 mehr Schaden und so Geschichten. Jetzt habe ich natürlich noch kein Messer. Das heißt, ich kann den auch nicht ausnehmen, gell? Heißt natürlich, nehme ich ihn halt so mit, bis ich wieder aufsteige, dann machen wir das Messer frei. Ich nehme nicht an, dass der mir jetzt gleich spoilt, ne? So, jetzt holen wir uns erstmal hier ein bisschen Oxid. Ich habe hin und her überlegt, wie machen wir das? Weil dieses Rundenbasierte hatte ich im Stream auch schon mehrfach gesagt. Boah, jedes Mal die Base neu aufbauen, habe ich aber keinen Bock. Dann kam natürlich das mit dem Sandbox. Und ich habe ja als Vorbesteller habe ich 3 Sandbox-Maps, die ich bebauen kann. Aber wenn da keine Wölfe sind und keine Unwetter, weißt du, die extremen Unwetter machen doch den Großteil von der Mechanik hier aus, finde ich. Oh. Dann würde ich tatsächlich mir hier lieber einen längeren Auftrag suchen, ne? So, den müssen wir jetzt auch. Wo ist er denn? Da hinten. Meinst du, ich treffe nochmal so rein? Der Schuss war nicht schlecht, aber. Jo, Alter, haut der die weg heute. Die Pfeile kann man übrigens auch wieder aufsammeln. Natürlich nur, wenn man sie erwischt, so wie ich jetzt gerade zufällig. Ich nehme mal an, dass wir heute wahrscheinlich den Auftrag schon erledigt kriegen, Leute. Das mit der Jagd so gut geklappt hat hier. Gehen wir mal in den Technikbaum, holen uns mal kurz das Messer. Bauen wir es uns natürlich auch gleich. Brauche ich noch ein bisschen Stein. Ikarus hat ja alles. Ich will auf jeden Fall gucken, dass wir das Mammut zu sehen kriegen. Und den Riesenwurm möchte ich auch sehen. Oh, shitty. Oh, shitty. Wenn wir Glück haben. Das war knappe Geschichte jetzt. Oh, dann kommen die Wölfe aber früh im Spiel, Mann. Der schnauft noch, gell? Nee, ist noch einer. Ist das von Ika? Ist das normal in der Tutorial-Quest, dass man dann gleich 50 Wölfe am Start hat hier? Huch, daneben. Jetzt bin ich aber gerade ganz kleines bisschen happy, dass ich einen Bogen gebaut habe und nicht nur die Dings. Wow, was eine Begrüßung. Da hat sich Ikarus gedacht, hallo Alterle, willkommen zurück, ne? Man könnte die Wölfe auch mit dem Messer machen. Wenn du zweimal auf den Kopf zielst, ist es, glaube ich, auch recht schnell erledigt. Jetzt haben wir ihn getötet, jetzt loote ich es auch, ne? Da hängt noch der Pfeil.
Sammelt er die auch ein, die Pfeile, wenn ich loot? Bei manchen Spielen ist es ja so. Ja, dann können wir jetzt schon den Schlafsack bauen, denke ich mal, ne? Das war nämlich so von meiner Idee her, als ich die Missionsmilestones gelesen habe. Das, wo eigentlich nach dem Hausbau. Also wir brauchen eh ein Haus, dass wir den aufstellen können, glaube ich, gell? Digga, da waren noch mehr Wölfe, glaube ich, oder? Wo hast denn deine zwei hingelegt, die du... Hä, dann haben wir jetzt das ganze Rudel mehr oder weniger erledigt. Ich weiß jetzt bloß nicht mehr, wo haben ich meine zwei hingelegt? Das müsste hier irgendwo gewesen sein, gell? Bin ich so weit weggerannt schon wieder? Ja, wenn ich Panik kriege, bin ich weg. Da liegen sie. Ich habe die nicht gesehen, dass da noch mehr sind. Das Messer ist schon kaputt, aber das ging ja immer schnell, gell? Warte. So, jetzt machen wir uns gleich mal ein Lagerfeuer noch frei. Schlafsack können wir frei machen. Dann müssen wir nochmal aufskillen, dass wir uns die Elemente holen können fürs Bauen, ne? Okay. Das war jetzt schon mal ein anderer Einstieg, wie ich das eigentlich gedacht habe. Aber gut. Wir sind noch am Leben. Es ist noch alles in Ordnung. Dann lass uns das Lagerfeuer freibauen. Am besten freischalten und am besten bauen wir auch gleich eins. Ich hole nochmal Stein. Jetzt bin ich natürlich hellhörig. Haben wir das Oxid eigentlich abgebaut? Ja, ne? Weil das brauchst du ja auch ständig. Hau's hier schon mal rein. Ja. Was man natürlich... Was halt schade ist, oder das könnt ihr mir vielleicht auch beantworten, diejenigen von euch, die Icarus jetzt schon eine ganze Weile vielleicht spielen, kann ich einen zweiten Auftrag annehmen? Angenommen, ich nehme mir einen Auftrag an, der 30 Tage dauert. Real-Life-Tage. Kann ich dann noch einen anderen Auftrag annehmen, falls ich jetzt Bock habe, auf dem langen Auftrag eine schöne Base zu bauen über die Zeit und zwischendrin aber kleine Aufträge erledigen, um im Orbit einzukaufen? Oder muss ich Aufträge abschließen? Vielleicht kann man ja zwei parallel laufen haben. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, nochmal ein bisschen flexibler zu sein, denke ich mal. Ne? Wäre eine Idee. Aber jetzt pass auf, jetzt machen wir erstmal hier kurz die Lagerfeuergeschichte hin. Ich hau da jetzt einfach mal 57 Holz rüber. Und 7 Fleisch haben die jetzt gebracht, die Jungs. Und die 2 Fisch mache ich auch rüber, ne? So, Essen ist schon mal in der Mache. Sehr geil. Kann ich den Schlafsack noch freischalten? Der war wo nochmal? Hier. Schlafsack. Und wir geben uns hier einen Punkt und hier einen Punkt. Ach super, ich habe das alles schon. Ne? Dann kriegen wir den Auftrag heute erledigt. Zack. Und mit dem nächsten Level noch das Dach und dann ist ja schon alles erledigt, oder? Bauen wir uns natürlich jetzt ein kleines Haus, weil da geht es ja bei dem Auftrag um nichts Großes, weißt du? So machen wir das. Gucke ich gleich mal, kann ich den Schlafsack bauen? Fehlt uns da noch was dafür? Nee, kann ich bauen, mache ich schon mal. Und dann würde ich sagen, 4 Stück hier. Machen wir mal 2 hier. Vielleicht können wir sogar den Auftrag für morgen schon gemeinsam raussuchen heute. Warum sollten wir ein Tutorial länger strecken, wie wir es müssen, weißt du? Guck mal die Pflanze da an. Ist aber durchs Baumenü, glaube ich, jetzt gewesen. So. Wenn man ein Dach braucht, muss ich natürlich nochmal weitermachen. Ich habe jetzt mal einen Holzboden gebaut, einen zweiten. Eventuell reicht es ja schon. So. Machen wir hier, würde ich sagen, ein Fenster rein. Hier und hier auch. Und hier eine Tür, ne? Also mindestens mal den Türrahmen. Und jetzt bin ich gespannt, ob ich den Schlafsack setzen darf. So habe ich mir das gedacht, weißt du? Und wir gönnen uns ein Fleisch. Wetter kommt, sagt er. Kann ich immer noch hier raus trinken oder ist es mittlerweile so, dass ich es grundsätzlich abkochen muss? Was hat er denn jetzt für Buffs gekriegt hier? Plus gewonnene Erfahrung, Hitze, weil wir uns warm und geborgen fühlen. Ich glaube, das kam auch... Wasser kühlt dich ab. Warm und geborgen, weil ich am Feuer stehe. Und gekochtes Fleisch, ne, bringt auch nochmal einen Bonus. Muss man ein bisschen drauf achten, wenn wir dann größere Sachen angehen. Komm her, ich gucke, ob ich den da reinbauen kann. Ich kann. Ich weiß nur nicht, ob er mal gleich kaputt geht.
Dieses Bett erfordert mehr Schutz. Dann sammle ich es gleich nochmal wieder ein, ja? Nicht, dass es uns kaputt geht. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nochmal ein paar Skillpunkte ranholen. Zumindest vielleicht eine Runde. Dass wir uns ein ordentliches Dach bauen können. Und dann schalten wir uns noch Fenster und Türen frei. Und dann ist das Ding gebonkt. Und wie kriegen wir jetzt am besten EP? Indem ich einfach die Bäume hier wegballer. Ne? Die bringen ja 200 beim Fällen. 300 sogar fürs Fällen. Und ich glaube fürs Zerteilen 200. 100. Weiß jetzt nur nicht. Es gibt ja verschiedene Phasen hier bei dem Baum. Warte mal, geschwind. Ja, das machen wir jetzt einfach so. Was soll das? Oder wir gehen nochmal jagen. Das hat offensichtlich auch gut Punkte gebracht. Aber jetzt sind wir durchs Wetter, glaube ich, ein bisschen eingeschränkt gleich. Müssen wir das nochmal angucken. Schön, freue ich mich jetzt, Leute. Gemütliches Ründle Icarus, oder? So. Was mich am meisten interessiert gleich, ist dann tatsächlich der Ablauf, wenn du hier verschwindest. Den kenne ich ja noch nicht. Wenn du hier verschwindest, wenn du einen neuen Auftrag annimmst, wieder landest. Und vor allem, wie lande ich? Weißt du, wie ich meine? Was habe ich alles für Möglichkeiten dann? Komme ich mit Level 3 und all meinen Skillpunkten? Oder habe ich die Möglichkeit zum Beispiel vor jedem Landen die Punkte neu zu vergeben? Das sind alles Sachen, da freue ich mich jetzt drauf, dass wir die gemeinsam hier sehen. Da habe ich mich auch nicht gespoilert, ne? So, weiter geht's. Achso, die Dinger kann ich auch noch bauen hier, gell, wenn ich zu viel Holz eingeladen habe. Bringt mir das EP? Nö. Bringt keine EP, gell? Ja, ist aber nicht so schlimm. Es macht dich auf jeden Fall leichter. Ich nehme an, das ist ja schon mal das einzig Wahre. So, also. Was? Also er ist es. Jetzt haben wir wieder einen Debuff. Die muss ich natürlich alle kennenlernen, deswegen schaue ich immer nach. Mittlere Aussetzung. Du bewegst dich spürbar langsamer, weil du einem Sturm ausgesetzt bist. Minus 30 Bewegungsgeschwindigkeit und weniger Erfahrung sammle ich praktisch in dem Wetter. Und das ist ja jetzt nicht wirklich ein Unwetter, wenn man Icarus schon mal gespielt hat, ne? Das ist ja eher... Da müsste man eigentlich Erfahrungszugewinn kriegen, doppelt, weil es einfach kein wirkliches Unwetter ist. Da gibt es andere Kaliber. Was man natürlich auch machen sollten, so habe ich es im Stream ja dann auch gehandhabt, wir haben eigentlich gar nicht aus dem Billigzeugs gebaut, ne? Wir haben diese Hüttenform gar nicht mehr gebaut, wir sind immer gleich direkt auf Holz oder wenn möglich schon mit Stein eingestiegen. Jojo, hack nur weiter, bringt alles Punkte. Wir müssen aufpassen, es gibt nämlich auch Schaden, wenn der Baum dich erwischt. Ja, das Wetter ist ja gleich rum, dann geht es auch mit der Erfahrung wieder ein bisschen schneller und dann kriegen wir das heute in der Runde nochmal unter. Wobei er jetzt immer noch nicht gesagt hat, ich habe genug gesammelt oder hergestellt, ne? Aufklärung, Waldzone. Vielleicht sollte ich noch ein anderes Tier jagen, vielleicht will der das mal... Was haben wir denn gejagt bis jetzt? Ein Fischer? Wenn man das Jagen nennen will. Fischer haben wir rausgeholt und Wölfe, ne? Gesammelt haben wir eigentlich alles, was uns so hier unterkam. Komm, ich mach nochmal die Dinger hier kurz klar. Schubdubi, dubdubi, dubab, du. Wo sind sie hier? Machen wir zwei Stück. Zack. Und zack. Ja, ich gehe mal rumgucken. Vielleicht muss man auch verschiedene Items eigentlich sammeln, weißt du? Dass der vielleicht da ein bisschen Wert drauf legt, dass man Verschiedenes einsammelt, um einfach die Sachen kennenzulernen. Hier habe ich jetzt mal ein paar von den Schilfblumen. Zack, zack, zack. Ästehammer, Fiberhammer, Holzhammer besorgt, Steinhammer gehackt. Lass uns mal gucken, vielleicht findet man noch irgendwo... Da hinten steht noch... Was war das? Hefe? War das Hefe? Hefe war das... Mal Hefe gesammelt. Vielleicht dötzen wir mal noch einen anderen Stein an und jagen noch irgendwas, bis der Punkt freigeschalten wird für uns. Ich sehe im Moment nur nichts wirklich Außergewöhnliches. Lass mich mal alles kurz reparieren. Das brauchst du nicht reparieren, das ist repariert. Ansonsten geht es ihm jetzt aber eigentlich ganz gut, ne? Ja, komm, wir holen noch ein bisschen Oxy.
Gehen wir nochmal darüber. Da waren doch verschiedene Erzdinger und so. Das Wetter haben wir überstanden. Sehr schön. Es war ja jetzt auch nicht wirklich schlimm. Was haben wir hier hinten? Das sieht nach was anderem aus. Hier ist nochmal was zum Sammeln. Jo, Schwefel steht da rum, gell? Und hier haben wir nochmal Weizen. Ja, dann weiß man also auch praktisch, es gibt Weizen. Mit Mörser und Stößel zum Mehl verarbeiten. Das sind so Sachen, die haben wir im Stream alle nicht geschafft, weil die in den Tierbäumen teilweise weit hinten waren. Das würde ich gerne alles machen mit euch. Ja, also so richtig schön die Tierbäume auch leben. Nicht nur angucken und wissen, dass man es freischalten kann, sondern freischalten will ich es. Dann haben wir hier noch die Blümchen. Brauchst du dann für Medizin und so Geschichten, ne? Nö, also der will mir das nicht freischalten hier. Gehen wir mal da hinten noch ein bisschen. Die Map gibt's aber, ne? Die ist mittlerweile voll da, oder? Okay. Map funktioniert. Gab ja einige Release-Probleme, was ich so gelesen habe, ne? Unter anderem auch kurz vor Weihnachten waren plötzlich erstellte Charaktere weg und so. Aber was ich auch mitbekommen habe, ist, dass sie sich kümmern, ne? Und für dieses rundenbasierte Survival, das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Ich präferiere es auch nicht wirklich. Das ist natürlich aber halt das Prinzip vom Spiel. Das muss man mögen oder nicht, ne? Ich glaube, da kann man eigentlich schlecht sagen, es ist ein Scheißspiel, weil es so ist. Es ist halt so ein Rennspiel, spielst du auch mit dem Rennwagen und kannst auch nicht sagen, es ist aber scheiße, dass kein Fahrrad ist, weißt du, ich meine? Deswegen, ich finde das Spiel schön gestaltet. Ich mag dieses Entwicklerteam. Zumindest was ich jetzt hier mitbekommen habe, bei Icarus sind sie hinterher mit allem und so. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Auf jeden Fall fühle ich mich daheim in so Spielen, ne? Deswegen. Die Galle, aber ich glaube, das mit dem Sammeln hat er nicht ernst gemeint. Wir machen vielleicht einfach noch ein paar Bäume weg. Bis wir die Punkte haben, die uns jetzt fehlen fürs Dach und so. Wieso rennt denn der da hinten weg? Nehmen wir den Bogen schon mal in die Hand. Ich nehme an, ein zweites Tier sollte man schon jagen, dass das Spiel sieht. Was haben wir hier? Kürbisse. Die gab es aber im Stream noch nicht. Was kann ich mit Kürbissen anstellen? Sind die jetzt rausgeflogen, weil ich das Inventar voll habe? Ich sehe sie jedenfalls hier nirgends. Ne, die sind da unten drauf gewandert. Plus 20 Nahrung beim Konsumieren verschafft dir beim Verbrauch 60 Sekunden lang die Modifikation rohe Nahrung. Ein Platz im Magen wird verbraucht, 10% maximale Gesundheit. Okay. Kürbisse. Oh, da muss ich aber genauer gucken. Da bin ich bestimmt schon über alles Mögliche auch drüber gelaufen, oder? Der hätte gefühlt reinrennen sollen, hat er nicht. Hat er nicht. So, komm, vielleicht sind die ja von einem Wolf weg ran. Wir holen uns nochmal ein bisschen Oxid. Was ist das Gelbe? Wilder Tee, Leute. Und ich habe tatsächlich einen Wolf heulen gehört. Weiß jetzt aber mich schon erwischt. Will kurz gucken, was macht ein wilder Tee? Aus Ginsterblüten kann ein wärmendes Getränk zubereitet werden. Wilder Tee? Und haben die nicht erst irgendwas eingefügt? Habe ich da nicht in den Patchnotes bei Steam gesehen, dass man jetzt auch eigene Plantagen aufsetzen kann? Vielleicht kann man Tee anbauen. Macht natürlich nur Sinn, wenn man dann auch einen Auftrag hat, wo es ins Kältebiom geht, ne? Die Wölfe, die haben uns nicht im Visier gehabt. Stopf dir das mal da rein, jawohl. Nimm dir aber noch eins mit. Und denk dran, dass du an so einem Hang schon mal gestorben bist, weil plötzlich ein Bär aufgetaucht ist, ne? Wolf, höre ich. Wäre jetzt cool, wenn ein, zwei kämen, wir nicht sterben dabei. Dann haben wir die EP. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so ausgelegt ist, dass man die erste Nacht noch macht. 15.14 Uhr haben wir. So, den Brocken noch und den noch und den noch. Und dann macht es so ein ganz anderes Krachen kurz und dann weiß das Ding ist abgebaut, ne? Für diejenigen wie mich, die es dann manchmal einfach nicht sehen wollen, dass es so ist. So, komm, geh mal zurück. Und da der Wolf keult,
Was ist das? Ein Hase? Na, vielleicht erwische ich ja mal einen Hase. Wo ist er? Das war natürlich nichts. Blind wirst du den gar nicht treffen. Du musst schon gucken, dass er den... Was war das? Hä? Hat er einen Haken geschlagen. Aber dafür ist es ja auch ein Hase. Okay. Was fehlt uns noch punktetechnisch? Ja, wie gesagt, ich muss das jetzt nicht heute reinpressen. Ich dachte, wir kommen zum Ende der Folge ganz gemütlich hin. Ich nehme an, dass wir morgen in den ersten 5 Minuten die Geschichte hier erledigt haben. Und dann holen wir uns morgen in der Folge einfach ganz gemütlich den nächsten Auftrag, weißt du? So machen wir das. Habe ich das Feuer ausgemacht? Das habe ich ausgemacht. Aktiviere es nochmal. So, ich esse nochmal ein Stückchen Fleisch. Hier ist schon das erste Verdorbene dabei und so weiter. So machen wir das, Leute. Wir sollten uns auf keinen Fall stressen, denn die Welt stresst uns schon genug. Wir sehen uns einfach morgen hier wieder zur zweiten Runde. Ja, wenn du über die Map flitzt, als dann erwische ich dich nicht. Ja, dann hauen wir da morgen eine Tür rein, setzen den Schlafsack, schlafen eine Nacht, genießen noch ganz kurz ein bisschen die Fackel und dann geht's in die nächste Runde rüber, ja? Das wäre ein großer Zufall. Erwischt man den von der Entfernung, wenn ich vorhalte ein bisschen? Hab das Gefühl, mein Pfeil endet irgendwo auf dem Weg zu mir. Ah, es war noch nicht mal ein Hirsch. Und der Wolf ist auch schon hinter uns her. Sag mal, die Piranha-Fischling gibt es nicht mehr, die sich da direkt vergiftet haben, oder? Im Wasser. So, unsere Abschlussaktion für heute war er hier. Kriege ich dich? Wasserquelle? Wie erwische ich ihn denn? Ich will den hier rausholen. Jetzt habe ich mich... Jetzt habe ich mal was geholt. Das müssen wir uns gleich angucken. So, zurück zur Base. Schön, ich freue mich voll. Leute, machen wir morgen direkt weiter. Ich schneide jetzt hier einfach rüber. Ja, das heißt, es beginnt morgen genau an der Stelle, an der ich jetzt hier mit euch aufhöre. Und zwar, indem wir uns den Ziegenbock dann ausnehmen, ganz gemütlich. Und dann schauen wir mal, was der zweite Auftrag für uns parat hält. So, hier steht er mit seiner Ziege. Bis morgen.